meine Lieben, heute haben wir ein weiteres HIIT-Workout, also ein High-Intensity-Workout, was 24 Minuten dauert und was wieder in verschiedenen Pulsbereichen stattfinden wird. In der ersten Runde will ich euch im grünen Pulsbereich sehen, in der zweiten Runde dann im gelben und in der dritten, ihr wisst es ja alle, im roten Pulsbereich, damit es auch wieder heute nicht langweilig wird. Wir haben verschiedene Übungen, jeweils immer 30 Sekunden und das ganze Workout dauert 24 Minuten. Also ein hochintensives, aber auch sehr effektives Training. Gut, dann legen wir gleich los. Alles, was du dafür brauchst, ist eigentlich nur eine Matte oder du kannst es gerne auch ohne machen, bequeme Kleidung und dann jump right in and just do it. So, wir fangen an in 10 Sekunden mit den Spider-Man Push-Ups. Komm auf deine Yogamatte und dann komm in den Push-Up und drück dich wieder nach oben. Spider-Man Push-Up, deine Ellenbogen sind eng an deinem Körper. Schön tief ein- und ausatmen und versuch wirklich die Ellenbogen eng am Körper zu lassen. Wir gehen von hier aus in den Mountain Climber, aber diesmal, heute, konzentrieren wir uns darauf, dass wir unsere Knie zu unseren Ellenbogen bringen, Knie und Ellenbogen in eine Richtung bewegen und schön tief dabei durchatmen. Super gut. Drück auch hier fest deine Hände in die Matte rein. Achtung, Spider-Man Push-Up. Noch einmal die Ellenbogen schön eng am Körper lassen. Atme aus, wenn du wieder hochkommst. Die letzten 10 Sekunden. Und spüre mal, wie der gesamte Körper bei dieser Übung arbeiten muss. Mountain Climber heute über Kreuz mit den Knien Richtung Ellenbogen. Schön tief atmen. Wir sind noch in Runde 1. Wir sind noch im grünen Bereich. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Super, dann setz dich in die VIP-Position und ziehe diagonal dich nach oben. Pulling and reaching. Stell dir vor, du bist auf einem Berg und ziehst dich schön weit nach oben. Auch hier darf der Chor gerne on fire sein. Super gut. Komm in die Plank Position mit mir und drehe deinen linken Arm so weit es geht nach oben. Im Wechsel auch den rechten Arm hoch, hoch, hoch und wieder tief. Schön weit öffnen, Brustkorb öffnen, mach dich stolz. Zieh die Fingerspitzen nach oben zur Decke. Und dann komm wieder in die VIP-Position. Pulling and reaching. Diagonal. Eine krasse Chorübung. Ich merke richtig, wie mein gesamter Chor hier arbeiten muss. Ausatmen, ranziehen. Stell dir vor, du willst einen Berg beklemmen, besteigen und ziehst dich mit jeder Wiederholung etwas höher. So, nochmal in die Plank Position. Linken Arm hoch, hoch, hoch und wieder tief. Rechten Arm nach oben zur Decke. Immer im Wechsel. Öffne deinen Brustkorb. Werde ganz weit. Sehr schön. Die letzten 10 Sekunden. Und dann gehen wir weiter in die nächste Übung, in den High Knee. Komm mit mir nach oben. Zieh deine Knie
nach oben zur Brust. Nimm die Arme mit und atme hier nochmal tief ein und wieder aus. Konzentrier dich nochmal auf deine Bauchspannung. Nimm die Arme schön mit. Wir haben noch 5 Sekunden. Arme mitnehmen, Knie noch etwas höher ziehen. Und wir gehen auf die Yogamatte und stehen wieder auf. Nochmal tief und aufstehen. Beim Aufstehen den Po schön anspannen. Mach dich fest. Atme aus. Sehr gut. Bleib bei mir. Wir haben noch 10 Sekunden. Und dann gehen wir noch einmal in die High Knees zurück. Noch 5 Sekunden. Super gut. Und noch einmal High Knees. Nimm die Arme mit. Schön tief atmen. Sehr gut. Bauch anspannen. Noch 10 Sekunden. Gutes Tempo. Grüner Pulsbereich. Runde 1. Die letzten 5. Noch 2. Und dann komm nochmal tief auf deine Matte. Ausatmen hoch, Po anspannen, tief, ausatmen hoch, Po anspannen, schön tief atmen, lass den Atem hier fließen, noch 10 Sekunden, dann gehen wir in die nächste Übung hinein, das sind die Frog Pumps, die letzten 3 Sekunden, super, Innenkanten der Füße berühren sich. Und du kommst mit deiner Hüfte nach oben. Ausatmen hoch. Ausatmen hoch. Super, super gut. Versuch hier die Hüfte richtig schön weit nach oben zu bringen. Spann deinen Po an, wenn du oben bist. Ausatmen hoch. Und dann komm in die Glute Bridge Position. Fersen nah an den Po. Wir laufen in kleinen Schritten nach vorne. In kleinen Schritten wieder. Ganz nah an den Po ran. Nochmal vor, vor, vor. Beine sind lang. Und rück, rück, rück. Letztes Mal. Ausgestreckte Beine. Zieh die Füße wieder ran. Frog Pumps. Zweite Runde. Ausatmen, Hüfte hoch. Ausatmen, Hüfte hoch. Und du solltest es hier wirklich gut im Gesäß spüren. Beim Hochkommen, ausatmen, den Po anspannen. Sehr gut. Es sind die letzten 10 Sekunden. Hoch, hoch, hoch und wieder tief. Letztes Mal, komm in die Glute Bridge Position. Fersen eng am Po. Lass uns gemeinsam nach vorne laufen. Streck die Beine aus und komm in ganz kleinen Schritten wieder an den Po. Und nochmal kleine Schritte nach vorne. Beine sind super gestreckt. Und dann bring die Fersen ganz eng an dein Gesäß heran. Letztes Mal. Komm nach vorne. Und Spider-Man Push-Ups. Runde Nummer 2. Jetzt gehen wir in den gelben Pulsbereich. Das heißt, du kannst alle Übungen etwas schneller machen und tief ausatmen. Beim Hochkommen. Deine Ellenbogen eng am Körper. Super gut. Mountain Climber. Heute über Kreuz, bring deine Knie zu deinen Ellenbogen, werde hier etwas schneller. Schön atmen, spür die Spannung auch in den Schultern. Noch 5 Sekunden, super gut. Und noch einmal Spider-Man. Push-Ups.
drück dich nach oben wieder hoch. Lass die Arme brennen. Lass die Schultern brennen. Wir haben noch 15 Sekunden. Es ist hart, auch für mich, aber wir ziehen das durch. Mountain Climber, Ellenbogen, Knie berühren sich. Du solltest jetzt schon ins Schwitzen kommen. Noch 20 Sekunden. Sehr gut. Bleib bei mir. Noch 10. Atmen. Noch 5. Super. 3, 2, 1. In die V-Up-Position. Komm nach oben. Und dann Pulling and Reaching. Diagonal. Zieh dich hoch. 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 Super gut. Ausatmen. Hochkommen. Wenn das zu viel ist für deinen Bauch, kannst du natürlich gerne auch die Füße aufstellen und dich richtig weit nach oben ziehen. Ansonsten bleibe in der V-Up-Position und dann geht's weiter in den Plank. Linken Arm hoch und wieder tief. Rechts hoch und tief. Tief ein und aus. Sehr, sehr gut. Das ist übrigens unsere Active Rest Position. Falls du es noch nicht gemerkt hast, es fühlt sich nicht so an, aber das sollte die Entspannung sein. Deswegen atme nochmal schön tief aus und dann komm nochmal in die V-Up Position. Pulling, reaching, hochziehen, hochziehen. Stell dir vor, du willst nach oben, du willst immer höher. Atme aus, spüre in deine Bauchdecke. Genieße dieses schöne Brennen. Noch 2 Sekunden. Plank Position. Komm nochmal auf deine Hände. Öffne dich. Und wieder schließen. Schön weit auf. Und wieder zu. Drück die Hände in deine Yogamatte hinein. Sehr gut. Rotation in der Brustwirbelsäule. Ausatmen. Letztes Mal nach oben und dann komm noch einmal in die V-Up-Position. Reaching, pulling bis nach oben auf den Berg. Zieh dich diagonal nach oben. Stell dir vor, du ziehst an einem Seil nach oben hoch. Sehr, sehr gut. Bleibe hier. Noch 5. Noch 3. Und komm nochmal in den Plank. Linken Arm öffnen, hoch zur Decke. Und wieder tief. Rechten Arm hoch. Wieder tief. Noch einmal. Links hoch und tief. Rechts hoch und tief. Atme tief ein und aus. Mach dich bereit für die erste Runde im gelben Bereich mit den High Knees. Let's do it. Nimm die Knie etwas höher und push dich noch etwas mehr als in der ersten Runde. Ausatmen. Sehr gut. Bleib bei mir. Arme mit dazu. 3, 2, 1. Nach unten. Und wieder hoch. Und ein bisschen Dampf reingeben. Wir sind jetzt im Yellow-Bereich. Atmen. Power reingeben. Den Puls nach oben pushen. Das ist jetzt, was wir wollen. Wir wollen uns nicht mehr schonen. Wir wollen jetzt
wirklich die Herzfrequenz nach oben bringen. Und nochmal High Knees. Hoch, 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 hoch. Knie anheben. Atmen. Super gut. Bleib bei mir. Nimm die Arme mit. Noch 10 Sekunden. Wir haben es gleich geschafft. Dann gehen wir nochmal nach unten und stehen wieder auf. Let's go. Tief. Hoch. Und tief. Und hoch. Push dich. Ein bisschen härter. Lass den Atem fließen. Sehr, sehr gut. Letzten 10 Sekunden hier. Noch 5. Noch 3. Super. Frog Pumps. Die Innenkanten der Füße berühren sich. Atme aus. Atme aus. Hüfte hoch. Atme aus. Po anspannen. Spüre nach. Genieße das Gefühl der Anstrengung und der danach der Entspannung im Active Rest. So, Fersen an den Po. Wir laufen nach vorne in kleinen Schritten. Beine sind lang und laufen wieder ganz eng an den Po zurück. Nochmal vor, vor, vor. Lass die Hüfte schön oben. Super gut. Letztes Mal vor, vor, vor. Letztes Mal zurück. Eng an den Po und komm nochmal in die Frog Pumps. Heben und senken. Spür hier besonders dein Gesäß arbeiten. Atme aus, drück den Po nach oben, drück die Hüfte hoch und spür mal das Brennen im Gesäß. Ausatmen durch den Mund. Letztes Mal, Walkouts. Wir kommen in kleinen Schritten nach vorne. Hüfte hoch. In kleinen Schritten wieder ans Gesäß ran. Noch einmal, kleine Schritte vor. Lass den Po oben. Kleine Schritte wieder ran. Sind die letzten 10 Sekunden, bevor wir, ich sag's euch, in den roten Bereich gehen. Come on! Spider-Man Push-Ups. So schnell wie du kannst. Lass die Ellenbogen eng am Körper. Atme aus. Genieße die letzte Runde mit mir. Wir haben es gleich geschafft. Jetzt nochmal alles geben, was du hast. Und wir gehen in die Mountain Climber über. Rechts, links, links, rechts. Wenn du kannst, werde schneller. Push dich noch mehr. Ellenbogen, Knie zusammenbringen. Ausatmen. Atmen, atmen, atmen. Noch 3, 2 und Spider-Man Push-Ups. Wenn du es jetzt nicht spürst, dann weiß ich auch nicht. Wenn es nicht mehr geht, nimm die Knie auf den Boden. Kein Problem, aber bleibe in Bewegung und lass die Ellenbogen eng in deinem Körper. Spüre auch den Trizeps, die Schultern und Mountain Climber. Ellenbogen, Knie zusammenbringen. Schneller werden, noch schneller werden. Wie schnell kannst du gehen? Wie hoch kannst du deine Herzfrequenz jetzt pushen? Jetzt oder nie. Noch 7 Sekunden.
Atmen, atmen. Und we up position. Pulling, reaching, pulling, reaching. Zieh dich an einem Seil nach oben. Letzte Runde, beste Runde, stärkste Runde. Lass uns gemeinsam einmal durch die Hölle gehen und danach haben wir es geschafft. Super. Plank. Löse den linken Arm. Löse den rechten Arm. Öffne nochmal schön die Brustwirbelsäule. Das ist unser Active Rest. Genieße es hier. Atme aus durch den Mund. Sehr gut. Es sind noch 5 Sekunden. Und dann kommt nochmal Pulling and Reaching in der We-Up Position. Hochziehen, hochziehen. Stell dir vor, du ziehst dich an einem Seil nach oben. Sehr, sehr gut. Wenn es dir zu viel wird, dann stelle gerne deine Füße auf und mach einfach weiter mit aufgestellten Füßen. Es ist kein Problem. Wichtig ist einfach, dass du hier in Bewegung bleibst. Es sind noch 15 Sekunden. Let's go in die Plank Position. Dreh dich einmal schön auf. Schau nach oben. Werde wieder groß und weit. Sehr, sehr gut. Mach dich innerlich schon mal bereit, dass wir gleich in die High Knees gehen in 20 Sekunden und dass wir dort nochmal alles geben, alles reingeben, was wir haben. Noch 10 Sekunden. Gleich geschafft. Gleich nochmal hohe Intensität im roten Bereich. Let's go! Hoch, 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 hoch. Arme mitnehmen, Knie hochziehen. 20 Sekunden. Vollgas, Vollgas. Schneller werden. Noch schneller. 10. 5. Auf die Yogamatte tief. Aufstehen hoch. Tief. Aufstehen hoch. Und nochmal tief. Aufstehen hoch. Komm. Lass uns gemeinsam Gas geben. Atmen. Noch schneller. 10 Sekunden noch. Und dann wieder in die High Knees. In 5, in 3, in 2 und High Knees. Come on, come on. Werd noch schneller. 20 Sekunden. Durchziehen. Gleich geschafft. Atmen. Noch 10. 5, 3, 2, 1, nach unten, tief und hoch. Come on, tief, hoch, push dich. Letzte Runde, beste Runde. 20 Sekunden noch. Wir schaffen das gemeinsam. Komm, mach dich noch ein bisschen schneller. Noch 5 Sekunden. Atmen. 3, 2, 1. Und Frog Pumps. Hüfte hoch und tief. Ausatmen hoch. Wieder tief. Ausatmen hoch. Wieder tief. Sehr, sehr gut. Spann nochmal den Po an. Spüre nach. Lass das Herz-Kreislauf-System wieder runterkommen. Und dann
Glute Bridge Position. Kleine Schritte vor. Kleine Schritte zum Po zurück. Mal kleine Schritte vor. Kleine Schritte zurück. Ein letztes Mal noch. Streck die Beine aus. Und komm wieder ganz nah an den Po. Frog Pumps. Letztes Mal die Frog Pumps. Ausatmen durch den Mund. Genieße dieses Gefühl der An- und der Entspannung. Atme tief durch den Mund aus. Mega geil durchgezogen. Das alles in 24 Minuten. So, komm nochmal mit den Fersen eng an den Po. Kleine Schritte nach vorne. Hüfte bleibt oben. Kleine Schritte an den Po. Richtig schön nah ran. Nochmal vor. Beine ausstrecken. Und nochmal ranlaufen. Lass die Hüfte oben. Letztes Mal nach vorne. Letztes Mal an den Po. Abrollen. Wahnsinn! Ihr seid klasse. Du bist klasse. Ich hoffe, du hast genauso geschwitzt wie ich. Bleib in Bewegung. Steh noch mal kurz auf. Lauf ein bisschen durch den Raum. Atme tief ein. Und jetzt ganz, ganz langsam durch den Mund wieder ausatmen. Noch mal tief durch die Nase ein. Und ganz langsam durch den Mund wieder ausatmen. Und dann komm auf deine Knie, streck die Arme lang nach vorne, Zehenspitzen hinten aufstellen und mit der Ausatmung drück dich von hier aus in deinen Hund. Schau zu deinen Knien und nimm auch hier ganz tiefe und bewusste Ausatemzüge. Durch die Nase ein, langsam durch den Mund wieder aus. Dreimal tief ein und richtig schön lange ausatmen. Genieße dieses Gefühl. Letztes Mal tief einatmen in den Bauch und tief durch den Mund wieder ausatmen. Und dann stell die Knie wieder auf der Matte ab, auf die Matte. Und dann bring dein linkes Bein nach vorne. Schieb die Hüfte wirklich weit, weit raus, so dass du hier in der Seite im Hüftbeuger einen guten Stretch fühlst. Man kann schon gar nicht mehr reden. Und dann genieße nochmal hier die Dehnung. Tiefe Atemzüge. Wenn du tief durch den Mund ausatmest und vor allen Dingen lange ausatmest, dann kommst du schnell wieder mit deinem Pulsbereich in die Blue Zone. Das ist die der Entspannungspulsbereich, den wir möglichst schnell wieder nach jedem Workout erreichen wollen. Wechsel dein Bein. Und es sagt auch viel über deine Fitness aus, wenn du vom roten Bereich schnell wieder in den blauen oder vielleicht auch grauen Bereich zurückkommst, dann bist du sehr, sehr fit. Wenn es allerdings lange braucht, bis du dich wieder beruhigst, bis deine Atmung wieder langsamer wird, dein Herzschlag langsamer, dann musst du noch ein paar Workouts mit mir machen, beziehungsweise daran arbeiten, dass du deinen Puls schneller wieder in die Blue Zone bringst. Und das erreichst du mit regelmäßigem Training am besten. Super, dann komm zum Abschluss nochmal in meine Lieblings-Stretching-Übung rein. Das heißt, du legst dich auf den Rücken, bring die Hüfte nach links und dreh deine Knie nach rechts. Den Kopf entgegengesetzt. Schließ gern nochmal die Augen. Und atme tief in deine Bauchdecke ein und wieder aus.
wenn du magst, bringst du deine Hände noch auf deine Knie. Lässt die Schultern ganz locker. Und genieße nochmal das Gefühl der Entspannung. Und dann mit der nächsten Einatmung setzt die Füße wieder auf. Mit der Ausatmung bringt beide Knie auf die andere Seite, dreh den Kopf entgegengesetzt. Wenn du magst, gerne auch noch deine Hand auf deine Knie. Tiefe Ausatmung. Lass die Gesichtszüge ganz weich werden. Gib alle Spannung ab, die du nicht mehr brauchst. Und mit deiner nächsten Einatmung komm wieder zurück zur Mitte. Greif nochmal deine Kniekehlen, schaukel dich vor und zurück. Und dann bedanke ich mich für dein Vertrauen und wir sehen uns beim nächsten Workout. Ciao!